Hallo zusammen, heute habe ich euch eine Aufgabe zur Kostenfunktion und Gewinnschwelle mitgebracht. Die Aufgabe lautet: Ein Industriebetrieb fertigt im Januar 2000 Stück zu 300.000 Euro Gesamtkosten und im Februar 2400 Stück zu 320.000 Euro Gesamtkosten. Jedes Stück kann er zu 90 Euro verkaufen und die Kapazitätsgrenze liegt bei 8000 Stück. Die Fragen sind nun: Wie hoch ist die Auslastung im Januar? Wie hoch sind die fixen Kosten? Wie sieht die Kostenfunktion aus? Wo ist die Gewinnschwelle? Und wir sollen den kritischen Umsatz errechnen. Wie hoch ist die Auslastung im Januar? Im Januar produzieren wir 2000 Stück. Wir könnten 8000 Stück fertigen. Das bedeutet 2000 geteilt durch 8000 mal 100, um den Prozentwert zu bekommen, bekommen wir 25% Auslastung im Januar. Frage B war: Wie hoch sind die fixen Kosten? Hierzu nehmen wir unsere Gleichung, nämlich Gesamtkosten gleich variable Kosten plus fixe Kosten. Die variablen Kosten lösen wir noch auf in Stückkosten mal die Menge. Und nun stellt sich die Frage: Was ändert sich von Januar auf Februar? Die Gesamtkosten ändern sich, die Stückeinzelkosten sind im Januar und Februar gleich hoch, die Menge ändert sich und die fixen Kosten bleiben auch gleich. Das bedeutet, die Stückkosten sind, oder die Gesamtkosten sind von der Menge abhängig und ich kann sie über die Stückkosten errechnen. Das bedeutet, wir haben 400 Stück mehr produziert im Februar, dafür 20.000 Euro mehr ausgegeben und diese 20.000 geteilt durch die 400 ergibt 50 Euro pro Stück. Eingesetzt in die Gleichung oben heißt es 300.000. Wir nehmen den Januar, 300.000 Gesamtkosten ist gleich 50 mal 2000 Stück, die im Januar produziert werden, plus fixe Kosten, bedeutet 50 mal 2000 sind 100.000, die fixe Kosten belaufen sich auf 200.000. In Aufgabe C sollen wir die Kostenfunktion angeben. Hier gehen wir wieder gleich vor, Gesamtkosten gleich variable Kosten plus fixe Kosten. Die variablen Kosten wieder aufgelöst als Stückkosten mal Menge und dann die Ergebnisse aus B eingetragen, Gesamtkosten gleich 50 mal die Menge plus 200.000 beziehungsweise als Kostenfunktion als K ist gleich 50x plus 200.000. In D kommen wir zur Gewinnschwelle. Die Gewinnschwelle errechnet sich aus den Kosten und den Erlösen. Wenn diese gleich sind, dann erreiche ich die Gewinnschwelle. Die Kostenfunktion haben wir schon. Die Erlösfunktion: Ich verkaufe ein Stück für 90 Euro, das heißt 90 mal x ist meine Erlösfunktion. Beide Funktionen gleichgesetzt, 50x plus 200.000 gleich 90x. Die 50x auf die andere Seite gebracht, indem man sie abzieht, macht 40x sind 200.000 Euro, geteilt durch 40x heißt, die Gewinnschwelle wird bei 5.000 Stück erreicht. Den kritischen Umsatz sollen wir noch ermitteln. Der kritische Umsatz liegt genau dort, wo die Gewinnschwelle ist. Die Erlösfunktion hatten wir auch mit e gleich 90x. Die kritische Menge hatten wir bei 5000, deshalb E gleich 90 mal 5000 gleich 450.000 Euro Umsatz.